Hallo Leute, es geht weiter mit Furly Twisted Tales, der Preis einer Rose. Wir sind immer noch im Schloss des Biestes und müssen schauen. Schauen, was wir hier machen können. Und es geht auch direkt die actiongeladene Musik los. Hatte ich jetzt aber eigentlich noch gar nicht vor. Was war denn mein Plan das letzte Mal? Wir waren an diesem Spiegel. Da können wir irgendwas einsetzen. Die Gemälde fetzen vielleicht, da wo die Musik ist. Oder wir müssen noch mal ganz wohin. Anders wohin. Esszimmer war, glaube ich, auch nichts mehr. Oh, stockt immer so. Aber halt immer erst, wenn ich aufnehme. Und das Wimmelbild frisst so viel Speicher. Also es ist schon übertrieben. Wie viel die fressen. Hier war auch nichts mehr. Und Tipp will ich gar nicht erst benutzen. Ich finde, die Tipps bringen auch irgendwie nicht so wirklich was. Was war denn hier noch mal? Da fehlt ein Schlüssel. Wir haben eine Fackel, gelbe Diamanten. Wenn wir nochmal nach hinten durchgehen. Die war verschlossen. Was? Okay. Ach, wir sollen raus? Echt? Wir sollen raus? Okay, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Dann gucke ich mal, was es hier so gibt. Ja. Der Schlüssel. Können wir den jetzt irgendwie runterholen mit was? Oder haben wir denn jetzt irgendwas Langes, was wir vorher nicht hatten? Ich brauche etwas, womit ich das Ding einfangen kann. Das Tuch vielleicht? So wird das nix. Was wollt ihr denn dann? Ach so, es war gar nicht hier, wo ich hin sollte. Okay. Okay, wir sollen ganz zurück sogar. Ich benötige etwas zum Graben. Aber eine Schaufel da. Was ist denn hier los mit dem Geruckel? Das geht ja gar nicht hier. Das ist ja voll anstrengend. Wie langsam das hier alles gerade ist. Brennende. Nee. Wo soll uns der Tipp. Noch weiter raus. Wir sollen irgendwie ganz weg hier, habe ich das Gefühl. Echt jetzt? Na gut, dann gehen wir hier weg. Wenn uns hier beim Schloss keiner haben. Können wir denn nicht dann auf schnelle Art eine Karte benutzen? Müssen wir jetzt hier so diesen langen Weg nehmen? Hier, nimm mal die Karte. Ruckel dich mal zur Karte. Ja, nun mach schon. Öffne die Karte. So, und dann kann man doch bestimmt die einzelnen Punkte hier so andingsen. Hier, wir gehen mal zur Straße. Zur Straße, zur Straße. So. Denn da war ja auch noch was, wo man so... Vielleicht kann man das abfackeln hier, den Weg. Ich kann ihn nicht umgehen, wenn ich ihn nur irgendwie durchsägen könnte. Okay, eine Säge haben wir ja nun nicht gerade. Ja. Ach, wir sollen hier an diesen Platz nochmal zurück. Das ist natürlich... Die Bären... Ach, da könnte man sich leicht verletzen. Da kann man die Gartenhandschuhe nehmen. Gut, dann benutzen wir die mal. Ist jetzt da was im Wohnwagen oder warum leuchtet der jetzt? Alles so wie immer anscheinend. Gut, ich weiß nicht, warum das hier heute so ruckelt. Mich nervt das ein bisschen. Extrem eigentlich. Ich hasse Ruckeln. Gibt es hier nicht mal einen Tipp, wo man bereits erkundete Bereiche im dein Standort unentdeckt? Ja, eigentlich ja hier so. Eigentlich alles so in der Nähe vom Schloss. Schatzkammer, weil man da halt eigentlich weiter müsste. Gehen wir nochmal zum vor dem Schuppen. Noch ein Schloss. Aber ich hatte die jetzt auch alle verbraucht. Und was mache ich denn jetzt mit der Himbeere? Und eine Orange. Noch irgendwas hier?
Tja, da kann ich lange den Tipp benutzen. Auch an den Schlüssel komme ich gerade nicht ran. Ich bin ein bisschen überfragt. Salon, Eingangshalle, Esszimmer, Veranda, dieses Anwesen, Boot. War beim Boot noch was, was man machen kann? Weiß nicht. Ich glaube eher, dass wir hier so in der Nähe bleiben sollten. Ja, gehen wir nochmal zum Spiegel. Hier ist jetzt aber auch nichts mehr, oder wie? Oh, bestimmt irgendwas draußen oder so, wo ich jetzt voll hin muss. Oder kann ich diese Lampen hier benutzen? Nee, kann ich auch nicht. Ja, ich weiß auch nicht, warum das so ruckelt. Ich muss jetzt bestimmt voll weit zurücklaufen. Ja, komm. Ja. Noch weiter. Noch weiter. Vielleicht. Ach, guck mal, hier ist ein Wimmelbild. Na. Ach, und da kommt die Neptun-Planeten-Gustav-Holst-Musik wieder. Gut. Ja, was suchen wir denn? Axtknochen-Tagebuch. Hier ist ein Brief. Den habe ich nicht gesucht. Aber er sollte gefunden werden. Axtknochen-Tagebuch. Da ist die Axt. Da ist ein Tagebuch. Ist das hier ein Knochen? Da sind überall Knochen. Naja, das ist eher ein Geweih, kein Knochen. Das ist dann doch nicht so dasselbe. Da ist der Knochen. Reißzahnkette, Peitsche. Reißzahnkette, Peitsche. Kette, Karte, Fernglas. Fernglas. Kette, Karte. Kette. Jetzt ruckelt es irgendwie gerade nicht mehr. Das ist schön. Kochtopf, Pulverhorn, Schlüssel. Schlüssel, Schlüssel. Pulverhorn. Kochtopf. Das ist ein Eimer. Wo ist die Kette? Das hier, ach, die Kette. Und jetzt noch ein Sägeblatt. Damit können wir dann die Holzäste-Dinger wegmachen. Und hier, seltsam, diese Wolfsen sind so groß wie Menschen. Kann ich die anfackeln? Nee. Kann ich damit irgendwas anderes später noch machen? Kann ich die absägen? Nee. Gut. Dann gehen wir hier mal wieder zurück, weil dann machen wir das mal weg. The sheriff says it's a clear-cut case that Bella is a runaway and no crime was committed. However, I have some suspicions of Captain Mulger. We had a proper argument over our shipping arrangements and he threatened Raphael. Now, Mulger is missing. Ja, ich glaube, ich sollte auch hier nochmal zu denen irgendwie zurückkommen oder so, aber habe ich jetzt vergessen gehabt, keine Ahnung. This is such a tragedy. And I want to help in any way I possibly can. Was wissen Sie über letzte Nacht, als Belle verschwand? What happened the night Bella disappeared? Oh, as you know, my son Jacques was making rather romantic glances at Bella during dinner and Caprice became unhinged. Caprice had confronted Jacques earlier about some anonymous love letters addressed to him. Of course, Caprice suspected these were from Bella. Anyhow, Caprice and Raphael went home, and Jacques went to the Bleeding Heart Tavern. Captain Mulger stepped outside. Anne and Bella were discussing a book while Baron was asleep in the chair. I was upstairs when I heard the scream. Oh... Caprice has gone too far.
Take these love letters. Maybe they will help you somehow. Also ich komme ganz ehrlich mit diesen Namen auch immer mittlerweile schon durcheinander. Wer mit wem und was? Ne? Mein geliebter Jack, ich habe beobachtet, wie du zu einem jungen Mann herangewachsen bist und ich will für immer dein sein. Ja, mein geliebter Jack, ich habe beobachtet, wie du zu einem jungen Mann herangewachsen bist und ich will für immer dein sein. So, geht doch. Wenn man die Liebesbriefe an Jack Kameramweg bedenkt, hat Caprice durchaus ein Motiv. Diese Briefe sollten sie zum Reden bringen. Mhm. Wir haben unser Tagebuch erneuert. Auf zum Landsitz der Fouquets, dort könnte ich vielleicht einen Hinweis auf die Via, das müssen wir noch machen. Zauberspiegel weist dann als Verdächtige hin, die Caprice halt, ne? Wenn man die Liebesbriefe an Jacques bedenkt, hat Caprice durchaus ein Motiv. Diese Briefe sollten sie zum Reden bringen. Hello. Also, das. Ja, gut. I have some suspicion. Ja. So, und da hinten kann man jetzt aber nicht lang, dann gehen wir nochmal nach vorne und weg hier. Da liegt eine Zeitung, da möchte ich, glaube ich, kann man die aufheben oder angucken? Tageszeitung von Fleur, Tagesnachricht. Unser Beitrag zu den Kriegsanstrengungen Baron Fouquet und Raphaels Zusammenarbeit mit N. Peloir. Und da ergänzen wir auch was. Ich fand einen interessanten Artikel über den Gastgeber des Abendessens. Scheinbar arbeiten Baron Fouquet und Raphael mit einer Frau namens N. Peloir zusammen, um Ausrüstung für den Krieg an die Front zu bringen. Oha. So, da sind unsere Bäume, bevor ich es wieder vergesse. Ah, und jetzt können wir zum Marktplatz. Wie schön. Ach, ich mag Marktplätze. Marktplätze sind immer schön. Ahoy! Can you help me? I need some citrus for my scurvy. I'll trade you this nice and juicy steak on a stick, if you have some. Oh Gott, der hat Skorbut, der Arme. Ja, lecker, Schaschlik, hier. Noch mehr? Warte, nimm die doch. Schaschlik, legge. I've got nothing more to say. Ja, und jetzt hast du keinen Skorbut mehr, oder was? Wegen deinem Vitamin-C-Mangel. So, wo sind wir denn hier? Eine gewöhnliche Ankleidepuppe, gut für schnelle Kostümwechsel. Und da hängt noch was. Jetzt haben wir eine Kutte. Aha, interessant. Notizen, irgendwas, was uns interessiert, irgendein Hinweis noch. Oh, die Geräusche. Stadtzentrum. Kreuzung, Taverne. Die Schenke zum tränenden Herzen. Hier treffen sich die Stadtbewohner, um sich auszutauschen. Auch ein schöner Name für eine Taverne, auch so typisch irgendwie, aber klingt toll. Was immer das auch ist, es sieht nicht gerade frisch aus. Da würde ich nicht einmal essen, wenn ich am Verhungern wäre. Kuriositätenladen. Can I interest you in some rarities? Come back when you have something to trade. I get fresh items daily. Was zum Tauschen? Die Kutte vielleicht? Muss etwas anderes versuchen. Buch des Reichtums? So wird das nichts. Weiß ich nicht, was interessiert ihn denn? Schaschlik? Die Diamanten vielleicht? Das Tuch? Was hab ich denn noch? Die Gießkanne, antike Schriftrolle vielleicht? Ich weiß nicht, was den interessiert, den Typen. Was sind das denn für Geräusche? Töpfe, Kessel, Gläser, Vasen, Uhren, Truhen, Schließkisten, lauter Behälter. Der will bestimmt irgendwie was ganz anderes. Ach, der Affe bestimmt. Sie trägt eine Augenklappe. Vielleicht ist sie auch an einem Tausch interessiert. These are restored books. Do you have a claim check? Ach, die will ich haben. Wie süß das Äffchen. Können wir dem vielleicht was geben? Die Himbeere? Nee? These... Vielleicht die Himbeere? Nee. Okay, Stadtzentrum. Tja, Dann gehen wir nochmal weiter zur Kreuzung. Ist voll schön hier. Hier, Raphaels Dingens. I am worried sick. Bella is still missing. And now things are getting even more dangerous. When Caprice and I came home last night, we found Bella's room upstairs completely ransacked. I'm sure they were looking for the scroll. But of course, it is in your possession, not here. You must find
Who is behind this? Ja, okay, du bist endlich fertig. Mein Gott, reden die langsam. Was? Hab einen neuen Auftrag? Auf zum Lein. Ja, meine Aufgaben. Zum Beispiel, Libre, Einbruch. Jetzt, ich sollte im Bells Zimmer. Seilrolle. Das ist jetzt. Vielleicht finden wir auch noch was für diesen antiken Laden. Gehen wir mal in die Küche. Na, wer steht denn hier? Ich weiß noch nicht, was ich damit anstellen soll. Caprice. Bella, Bella, Bella. Aha. It's all I ever hear around here anymore. Halt die Klappe, Caprice. Du bist doof. Wir können hier bestimmt noch irgendwas mitnehmen, oder? Drei alte Kochbücher, nichts Interessantes. Viele Küchengeräte, die sind total eingestaubt, weil sie seit Jahren niemand mehr benutzt. Warum denn nicht? Wir müssen auch mal essen und trinken. Sie weiß noch nicht, was sie damit anstellen soll, aber da kommt noch was anscheinend. Gut, dann gehen wir mal nach oben. Bells Zimmer. Oh, schön. Ein Wimmelbild. Glocke, Schürhackenkorb. Ich finde die Wimmelbilder hier aber auch sehr schön gemacht, muss ich sagen. Gefällt mir bisher ganz gut, vor allem, weil man es noch irgendwo finden kann. Bei den Grimtales, Dark Parable Spielen ist es halt teilweise auch manchmal echt ein bisschen unübersichtlich. Glocke, Schürhakenkorb. Ist es keine Glocke? Ich suche die Glocke, vielleicht ist es aber auch zu schwer für einen Anfang. Glocke, Schürhaken. Das finde ich noch, Tannenzapfen, Hexe, Blasebalg. Hexe? Die Maske hier eine Hexe? Oder das da? Hier ist eine Krone, suchen wir auch. Schirm, der ist ja hier. Sanduhr, habe ich auch schon gesehen. Alte Blume. Haarbürste, Puppe, habe ich auch schon gesehen. Die Sachen, die habe ich alle schon gesehen. Spazierstock, Tannenzapfen. Ja, wo ist denn jetzt aber Schürken? Ja, den Korb auch. Das sind die ersten Sachen eigentlich. Hexe. Wo ist die Hexe? Ist die hier drauf der Kiste oder so? Da hinten irgendwie. Ist hier die Hexe nicht? Da ist die Glocke. Schürhaken. Hängt der irgendwo dran? Ist hier ein Pfeil und ein Fisch? Braucht mal einen Tipp. Boah, was ist das denn hier unten? Oh, das war jetzt aber echt ein bisschen gemein. Den Schürhaken hat man wirklich kaum gesehen. Jetzt die Hexe. Da hinten. Seite aus Bells Tagebuch. Da nicht. Das hier ein Buch vielleicht? Aber es soll ja nur eine Seite sein. Aha, hier ist noch etwas, was man sich genau angucken kann. Da ist die Seite. Seit vielen Nächten träume ich von einem Prinzen. Ich glaube, das Biest hält ihn in seinem Schloss gefangen. Viele Räume im Schloss sind mit seltsamen Rätseln so wie diesem hier verschlossen. Und eine Rose haben wir bekommen. Hallo. Hello, my dear. Hallo. So. Ich sollte zum Schloss zurückkehren und nach weiteren Hinweisen. Naja, wir gucken ja hier sowieso überall. Hier, guck mal, was wir gefunden haben. Wo können wir jetzt hier irgendwie hier... Funktioniert nicht. Was will sie, soll sie denn haben? Was sollen wir ihr denn geben? Den Liebesbrief? Oh, those love letters. Looks bad, I know. But I've an alibi. I came home with father last night. True, I was upset by those letters, but not a thing to do with Bella. I did hear Malga and father fighting over money. Look, I want to patch things up with Jacques by making him a berry pie. Find the ingredients for me and I'll give you something that will help you in your investigation. Oh, jetzt müssen wir dir auch noch helfen, der Ollen. Das ist ja doof. Ich muss drei Sorten Beeren für ihren Kuchen sammeln. Dann fangen wir schon mal an. Remember, I have some... Ja, bin dabei. Himbeere. Hast du schon mal. Das war's.
Zucker, Speisestärke, Brombeeren, Himbeeren, Blaubeeren. Ach so, das sind also die Sachen, die wir noch finden müssen. Na denn. Hallo. Gut, dann gehen wir wieder. Was haben wir denn hier? Das Stadttheater präsentiert diese Woche ein neues Theaterstück. Der vermummte Rächer, eine mysteriöse und romantische Geschichte. Begnadete Schauspieler, wunderschöne Kostüme, kaufen Sie gleich Ihre Eintrittskarte. Ja, ja, ja. Noch was? Waren aus aller Welt. Besuchen Sie den Kuriositätenladen. Ja, haben wir schon. Aber ich glaube, wir haben noch nichts. Unlesbar, aber scheinbar hängt es hier schon länger. Also ist es wahrscheinlich, dass es noch aktuell ist. Aha. We're on lockdown. Nobody gets through. Unless you have something for us to drink. We've been here for 2 days straight with no break and we're thirsty. Zwei Tage ohne Pause. Go away. 2 Tage ohne Pause und trinken. Ja, ich hab's kapiert. 2 Tage ohne Trinken stehen die hier. Nee, ist klar. Da ist ein Fass Salz, aber ich brauche gerade keines. Ein Fass voller Gemüse sieht lecker aus, aber ich kann damit nichts anfangen. Was ist das hier? Irgendwas mit... Ja? Was soll ich da jetzt machen? Was wollt ihr hier von mir? Kann ich das vielleicht einhauen? Ja, kann ich. Vogelfutter. Aha. We're on lockdown. Ja, und ich soll euch jetzt was zu saufen organisieren. Hab's kapiert. Hier ist eine gefüllte Gießkanne. Reicht doch. Ja, aber hier im Kuriositätenladen, was soll ich da auch schon... Hello again. Ja, ja, ich soll dir was zum Tausch haben. Ich weiß halt nicht was. Das ist es halt. Ich weiß nicht, was der will. Etwas Kurioses, wahrscheinlich. So, kommt man hier auch wieder raus, oder? Hallo? Ach so, da vorne geht's immer raus. In die Schenke vielleicht mal, da waren wir noch nicht. Und dann ist der Part auch gleich zu Ende. I'm rather busy at the moment. Oh, tut mir leid, Jack, ich wollte dich nicht stören. Wimmelbild, Harfe, Essstäbchen, Spielkarte mit so einer schönen Musik auch noch. Oh, jetzt muss ich mich aber beeilen hier. Harfe, Spielkarte, Essstäbchen, Karte, Schriftrolle, Horn. Nochmal eine Karte. Karte, 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 Karte. Kompass, Karte, Schriftrolle, Horn. Horn. Schriftrolle. Eine Ruder. Dann soll ich noch Münzen finden und ein S. Ein Krebs. Ein Besen und ein Bügeleisen. Und jetzt noch die Karte. Wo ist denn die Karte? Karte, Karte, Karte. Karte, 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 Karte. Ich finde keine Karte. Da ist die Karte. Blaubeerschaufel. Hier ist, weiß ich, wie sieht eine Blaubeerschaufel aus? Blaubeerschaufel. So sieht eine Blaubeerschaufel aus. Weißt du Bescheid? Wir sehen uns im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen. Tschüssi.